Zeitgeschichte in Bild und Ton ist ein Kanal mit regelmäßig erscheinenden militärgeschichtlichen und militärpolitischen Themen. Deutsches Reich, Alte Armee, Erster Weltkrieg, Freikorps, Weimar, Reichswehr, Wehrmacht, Zweiter Weltkrieg, Nationale Volksarmee und Bundeswehr. Wir schreiben heute den 18. Juni 2022. Seit dem 24. Februar dieses Jahres führt Russland gegen seinen Nachbarn Ukraine einen Angriffskrieg, der als Überfall begonnen hatte. Ich verwende bewusst diesen Terminus, da ja inzwischen sogar vom Überfall der Wehrmacht auf Frankreich am 10. Mai 1940 fabuliert wird, wie hier vom Landesarchiv Baden-Württemberg oder in einer DVD des Hamburger Nachrichtenmagazins. Und das, obwohl von der Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs am 3. September 1939 an das Deutsche Reich 8 Monate vergangen waren, in denen Frankreich in aller Ruhe Zeit und Gelegenheit hatte, seine Reservisten einzuberufen und Gediente zu Soldaten zu machen, auf Kriegsproduktion umzuschalten, seine Sperren zu aktivieren und die Maginot-Linie zu besetzen bzw. zu verstärken. Ich wiederhole, 8 Monate Zeit. Weiterhin ist heute bekannt, dass der Widerstandskämpfer Oberst Oster aus dem Amt Abwehr, dem ihm seit 1936 befreundeten niederländischen Militärattaché Major Gisbertus Jacobus Sass, nicht nur Ende August 1939 über den unmittelbar bevorstehenden Angriff auf Polen informiert hatte, sondern auch am 3. April 1940 über den am 9. April stattgefundenen Angriff auf Dänemark und Norwegen. Schließlich hatte Oster Sass über 20 Mal den mehrfach verschobenen geplanten deutschen Angriffstermin auf Holland, Belgien und Frankreich, sogar den genauen Angriffstermin am 20. Mai mitgeteilt. Von dem sogenannten Mechelen-Zwischenfall am 10. Januar 1940 erst gar nicht zu sprechen, als sich Major Helmut Reinberger trotz Verbotes in einer von Major Höhnmanns gesteuerten Messerschmitt Bf 108 von Münster nach Köln mitnehmen ließ, sich im Nebel verflog und in der grenznahen belgischen Stadt Mechelen notlanden musste, wo die dortige Polizei eine Aktentasche mit dem streng geheimen Plan für einen wichtigen Teil des deutschen Angriffs auf Frankreich und die Niederlande konfiszierte und sie der belgischen Abwehr übergab. Aber keiner der involvierten 3 Länder hatte die Warnungen ernst genommen. Jetzt aber nach 8 Monaten Kriegszustand von einem Überfall Deutschlands auf das ihm den Krieg erklärt habende Frankreich zu sprechen, ist nichts anderes als geschichtliche Verdummung des deutschen Publikums. Mit der Wegnahme der Krim im Jahr 2014 hatte die Ukraine die erste russische Aggression erlebt, ohne dass sich der Westen groß darum gekümmert hätte. Und 2021 und seit dem Jahresbeginn 2022, also schon Wochen vor dem russischen Angriff, hatten ukrainische Politiker und sogar US-Präsident Biden aufgrund von Geheimdiensterkenntnissen vor einer solchen Möglichkeit gewarnt, waren aber von den auf weitere gute Russland-Gas- und Ölgeschäfte, Automobil- und Maschinenverkäufe usw. erpichten Resteuropäer nicht ernst genommen worden. Besonders Deutschlands Politiker, die sich in ihrer Selbsterkenntnis noch immer winden wie glitschige Aale, haben dabei eine unrühmliche Rolle gespielt und sich seit Kriegsbeginn nicht nur wie Elefanten im Porzellanladen aufgeführt und kein Fettnäpfchen ausgelassen, sondern durch die mit allen Schikanen dilettierende Zickzack-Politik sich so zwischen sämtliche Stühle gesetzt, dass ihnen, wenn man die Angelegenheit nüchtern betrachtet, jetzt keine Seite mehr wirklich über den Weg traut. Wie jeder nachvollziehen kann, war es auch für die russischen Streitkräfte unmöglich, sich im Zeitalter der Satelliten und weitreichenden Gefechtsaufklärung bis zum Beginn ihres Angriffs unsichtbar zu machen, um dann plötzlich mit einem Überfall loszuschlagen.
Mit dem Begriff Überfall kaschiert der Westen doch nur seine politische Feigheit, die seinerzeit immer drängender geäußerten Warnungen vor einer russischen Invasion geflissentlich überhört und nicht ernst genommen zu haben. Denn die Warnungen der Ukraine vor dem Angriff waren so präzise, dass sich der Verdacht erhärtet, ihr Nachrichtendienst Schluschba Bezpeki Ukraini, kurz SBU, oder der US-amerikanische Dienst CIA hatten schon früh von der Absicht Putins erfahren, vielleicht auch von befreundeten anderen westlichen Diensten oder direkt aus Russland kommenden Agentenmeldungen. Es darf ja nicht vergessen werden, dass bis zum ukrainischen Unabhängigkeitsreferendum 1991 hier die Flagge der ehemaligen ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik enge Verbindungen zu den auf dem Gebiet der Ukraine stationierten Verbänden der sowjetischen Armee bestanden haben, die bis in die Familien reichten. Was den nicht ernst genommenen russischen Aufmarsch gegen die Ukraine 2022 betrifft, hat sich ja auch Ähnliches vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 abgespielt. Denn die Millionen von Soldaten mit allen ihren Bedürfnissen, einschließlich der Latrinen, hatten sich genauso wenig unsichtbar machen können wie die Russen im Jahr 2022. Bereits bis zur 3. Februarwoche 1941 hatte die Wehrmacht schon rund 680.000 deutsche Soldaten in Verfügungsräumen an der rumänisch-sowjetischen Grenze disloziert. Dann, in unmittelbarer Vorbereitung auf den Angriff, waren mehr als 3 Millionen Deutsche und etwa 690.000 italienische, rumänische, finnische, ungarische und slowakische Soldaten der Achsenmächte in die sowjetischen Grenzgebiete verlegt worden, einhergehend mit den seit Monaten stattgefundenen zahlreichen Aufklärungsflügen der Luftwaffe über sowjetischem Territorium. Am Ende war eine gewaltige Streitmacht von fast 4 Millionen Soldaten mit 3.350 Panzern, 7.200 Artilleriegeschützen, 2.770 Kampfflugzeugen und 700.000 Pferden über eine ausgedehnte Front von der ostpreußisch-litauischen Grenze an der Ostsee bis zur rumänisch-ukrainischen Grenze am Schwarzen Meer angetreten zum Angriff auf die Sowjetunion. Das, wie in Büchern, Artikeln und Filmen gebetsmühlenhaft wiederholt wird, bei einer modernen Armee von 4 Millionen Menschen nicht von einem heimlichen Aufmarsch sprechen kann, muss hier nicht extra erwähnt werden, da das sowohl das Beurteilungsvermögen des Lesers oder Zuschauers beleidigt, darüber hinaus jeder Lebenserfahrung und auch der Logik widerspricht. Und bei einer solch gemischten Streitmacht, bei der jedes Land seine eigenen Interessen verfolgt hat, kann man auch davon ausgehen, dass Hunderte, wenn nicht Tausende von Überläufern die Sowjetunion vor dem Angriff gewarnt haben. Allerdings hätte es gar keine Überläufer gebraucht, denn Anfang August 1940, also bereits eine Woche nach der von mir bereits erwähnten Anweisung Hitlers für einen Angriff auf die Sowjetunion am 31. Juli 1940, hatte der britische Geheimdienst Stalin vor einem deutschen Angriff gewarnt, was der sowjetische Diktator allerdings nicht geglaubt hat. Aber dass sich Stalin schon erheblich früher der drohenden Gefahr aus dem Westen bewusst war, hat er in einem Gespräch mit seinen Generalen im Dezember 1940 bewiesen, als er von Hinweisen auf einen deutschen Angriff auf die Sowjetunion sprach und Hitlers Überzeugung, dass die Rote Armee 4 Jahre brauchen würde, um sich vorzubereiten. Damals habe Stalin erklärt, wir müssen viel früher bereit sein und wir werden versuchen, den Krieg um weitere 2 Jahre hinauszuzögern. Monate später, in der ersten Hälfte des Jahres 1941, hatten sowohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch Großbritannien und andere ausländische Nationen Kenntnis von Deutschlands Angriffsplan auf die Sowjetunion erhalten. Daraufhin hatte der britische Premier Winston Churchill, der allerdings Stalin nie recht traute, im April
dem Diktator eine deutliche Invasionswarnung gegeben, wie auch US-Präsident Franklin Roosevelt. Und auch Stalins große Spionageorganisation im westlichen Ausland übermittelte Invasionswarnungen. Dazu kamen Meldungen, dass viele deutsche Diplomaten und ihre Familien begannen, Moskau zu verlassen. Vergessen werden soll auch nicht der deutsche Botschafter in Moskau, Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, der im Mai 1941 dreimal den ehemaligen Leiter der Spionageabwehr im sowjetischen Geheimdienst und 1941 sowjetischen Botschafter in Berlin, Wladimir Dekanosow, zwei davon links, hier bei einem Empfang 1940 in der Reichskanzlei vor einem deutschen Angriff gewarnt hatte. Schließlich hatte ein deutscher Deserteur, der Gefreite Alfred Liskow vom Infanterieregiment 222 in der 75. Infanteriedivision, am 21. Juni um 21 Uhr den Fluss Bug nördlich von Lemberg durchschwommen und sich den sowjetischen Grenzschutzsoldaten der 90. Grenzeinheit ergeben. Im Verhör hat er mitgeteilt, dass der Angriff um 4 Uhr stattfinden würde. Stalin wurde informiert, betrachtete dies aber angeblich als Desinformation. Nachdem die sowjetische Propaganda nach Kriegsbeginn Liskow für ihre Zwecke benutzt hatte, war er im Januar 1942 verhaftet und in ein sowjetisches Gefangenenlager gebracht worden. Angeblich sei er aber am 16. Juli 1942 wieder rehabilitiert, aber dann nach Sibirien geschickt worden, wo sich allerdings seine Spuren verlieren. Möglicherweise ist er dort Ende 1943 verstorben oder er wurde auf Befehl Stalins wegen, Zitat, Fehlinformationen hingerichtet. Jedenfalls waren am 22. Juli 1941, dem Tag des deutschen Angriffs, gegen 1 Uhr die zahlreichen sowjetischen Militärbezirke im Grenzgebiet alarmiert worden. Zitat, alle Kräfte in Kampfbereitschaft zu bringen, aber provozierende Aktionen jeglicher Art zu vermeiden. Allerdings hatte die Mehrzahl der Verbände diese Anweisung Nummer 1 nicht vor der deutschen Invasion erhalten. Daher verwundert es auch nicht, dass viele grenznahe sowjetische Verbände in der Nacht vom deutschen Angriff überrascht worden waren, wobei dieser, wenn man auch hier mit ehrlichen Karten spielt, von der sowjetischen Führung durchaus hätte erwartet werden können. Mit meinem Weitausholen will ich lediglich verdeutlichen, wie schwammig ein Begriff wie Überfall bei näherer Betrachtung sein kann. Denn verwendet man den Begriff ernsthaft für Kriegsausbrüche, so gingen wohl 95% aller Kriege sogenannte Überfälle voraus. Entweder wie zum Beispiel beim sagenhaften trojanischen Pferd mit einer Kriegslist oder aber dem Frontalangriff auf ein anderes Land, wie seit dem 24. Februar die Ukraine erlebt. Und immer waren Kriege entweder sogenannte Blitzkriege oder sie wurden zu Abnutzungskriegen, bei dem am Ende der gewann, der mehr Menschen und Waffen aufbringen konnte. Überfälle im herkömmlichen Sinne waren bis zum Ersten Weltkrieg möglich, wo man Truppenaufmärsche noch verschleiern konnte. Aber später, mit der Weiterentwicklung der Technik, der ausgedehnten Luftüberwachung, den kaum noch homogenen Volkskörpern mit ihren wehrpflichtigen Massenheeren und den politischen Konkurrenzen, immerhin hatte die Kommunistische Partei Deutschlands bei der letzten Reichstagswahl der Weimarer Republik als drittstärkste Partei noch 5.980.239 Wähler gehabt, gleich 16,9%, sind angeblich geheim zu haltende grenznahe Aufmärsche von bald 4 Millionen Soldaten und deren Angriff nur noch von hoffnungslosen Idealisten als Überfall zu sehen. Dagegen trifft der Begriff Überraschungsangriff schon eher zu. Wie ich in meiner Betrachtung am 6. Mai über das Ja oder Nein zu deutschen Waffenlieferungen festgestellt habe, sind die Möglichkeiten des Ausgangs des Krieges ja beschränkt. Entweder Russland setzt seine Kriegsziele durch, beendet danach den weiteren Vormarsch und erreicht über langwierige Verhandlungen die Akzeptanz seiner Eroberung durch die Ukraine bzw. die westlichen Staaten. Oder die Ukraine erreicht durch einen für die Angreifer verlustreichen Abnutzungs- und Partisanenkrieg
eine Pattsituation und damit ein Umdenken im Kreml, in der dann nach einem Waffenstillstand territoriale Verhandlungen unter internationaler Beteiligung aufgenommen werden können. Oder die Ukraine akzeptiert schweren Herzens die territorialen Eroberungen Russlands für den Preis, sowohl EU- als auch NATO-Mitglied werden zu dürfen. Und als letzte Möglichkeit steht ein von westlichen Politikern erhoffter Sieg der Ukraine. Aber wie dem auch immer sei, wann der russisch-ukrainische Krieg und unter welchen Bedingungen er beendet wird, ist einstweilen völlig offen. Es ist aber eine Tatsache, dass sich die russische Armee, die sich immer noch in der Tradition der Roten Armee sieht, wie hier auf einer Parade sichtbar, mit ihrem mehr oder weniger Frontalangriff für einen erwarteten Blitzkriegserfolg gewaltig geirrt hat. Denn hier handelte es ja nicht um das brutale Niederschlagen von Freiheitsbewegungen in sogenannten sozialistischen Bruderstaaten mit willfährigen Marionettenpolitikern wie 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 in der CSSR, sondern um einen Angriff auf einen Nachbarstaat, der eine von der Kopfstärke her stärkere Wehrpflichtarmee als Deutschland unterhält und der im Kalten Krieg seit der Annexion der Krim 2014 durch Russland seine Verteidigungsstellungen entlang der gemeinsamen Grenze mit dem aggressiven Nachbarn massiv aufgebaut und auch seine Streitkräfte erheblich modernisiert hatte. Als dann die russische Armee, wie vom Generalstab der Ukraine erwartet, am 24. Februar 2022 den heißen Krieg begann, war diese Operation zum Glück für die ukrainischen Verteidiger eine im höchsten Maße ordinäre. Sie war, wie noch bei Napoleon üblich, ein stupides, frontales Angreifen gegen die ukrainischen Linien ohne erkennbaren Schwerpunkt. Mit einer solch einfältigen Taktik haben die russischen Strategen auf der ganzen Linie versagt, denn weder scheinen sie die Lehren des Generals von Clausewitz beherzt, noch militärische Lehren aus den beiden Weltkriegen gezogen zu haben. Ich versage mich hier zu weiteren Ausführungen, denn jeder Interessierte kann sich die klassischen Operationen im Sinne des Generals von Clausewitz, Stichwort Schlieffenplan, aufrufen. Operationen diesen Stils haben immer wieder die Grundthese der modernen Kriegsführung bewiesen, dass jeder Gegner durch eine Flankenoffensive hat er den Feind einmal durchbrochen und geworfen, solange nicht mehr aufgefangen werden kann, solange der eigene Nachschub währt. Und eine zweite Grundthese besagt, dass Eroberungen nur gehalten werden können, wenn die Luftherrschaft gesichert ist. Betrachtet man nun den nach Clausewitz ordinären Angriffsplan der Russen, hatte der zum Beispiel weder einen klassischen Operationsplan mit einer Sichelschnittoperation zur wirksamen Unterbrechung der Versorgungslinien vorgesehen, noch scheint die russische Luftwaffe bis heute über die absolute Lufthoheit zu verfügen. Was nun Russlands Offensive gegen die Ukraine betrifft, bei der, wie auf einem Video zu sehen, einzelne Panzer auch die alte Sowjetflagge führen, und die auf beiden Seiten eine erhebliche Anzahl von gefallenen Soldaten und auf ukrainischem Territorium zivile Opfer gefordert hat, kann der Angreifer bei einem operativen Fehler nicht wieder auf Anfang zurückgehen, wie das bei einem Videospiel möglich ist. Dafür zahlt jetzt die russische Armee, glaubt man den veröffentlichten Zahlen, mit horrenden Verlusten, wobei ja auch bereits 18 Generale oder Offiziere in Kommandeurfunktion gefallen sein sollen. Aber ich möchte mich nicht mit Fragen der Operationsführung auseinandersetzen. Stattdessen möchte ich der Frage nachgehen, warum sich die russische Armee am Anfang so schwer getan hat, entscheidende Geländegewinne zu machen und sich stattdessen immer wieder verblutet hat. Neben dem ukrainischen Selbstbehauptungswillen und den dort von ihnen eingesetzten modernen Abwehrwaffen westlicher Produktion können auch zwei seit den Zeiten der Roten Armee nicht überwundene Schwachpunkte der russischen Armee eine Rolle gespielt haben. Das ist die autokratische Struktur des Staates und die Konzentration des gesamten Apparates in wenige Köpfe und an wenigen Orten. Und die Überheblichkeit in allen Ebenen der russischen Armee, welche die Siege über Karl XII. Von Schweden, Kaiser Napoleon Bonaparte und Adolf Hitler allein der russischen Tüchtigkeit
und dem russischen Raum zuschreiben. Wer allerdings einen offenen Blick in die Geschichte wirft, erkennt die wahren Abläufe. Der Erste, der im Zuge des Großen Nordischen Kriegs versucht hatte, mit dem Russlandfeldzug vom 1. Januar 1708 bis zum 1. Juli 1709 Moskau zu erobern, war Karl der XII. Von Schweden. Allerdings hatte sein Versuch in einem Fiasko geendet, denn auf ihrem Rückzug in die Tiefe ihres Landes hatte die russische Armee unter General Menschikow durch massive Zerstörungen den schwedischen Aggressoren lediglich verbrannte Erde hinterlassen. Menschikow hatte Dörfer entlang des Weges verbrennen, Brunnen vergiften und alle Vorratslager vernichten lassen. Dann waren Karls Truppen 1708 und 9 in einen Jahrtausendwinter geraten, der bis heute als der kälteste der vergangenen 500 Jahre gilt. In Berlin zum Beispiel herrschten teilweise Temperaturen bis zu 35 Grad minus. In der Mitte der Ukraine war der Stadt Poltawa, dem russischen Nachschubstützpunkt mit großen Vorräten an Schießpulver und anderen Versorgungsgütern, hatte Karl zur Belagerung weniger als 30.000 Mann mit wenigen Kanonen zur Verfügung gestanden. Dann, nachdem Poltawa 87 Tage dem Druck standgehalten und Zar Peter der Große die für die Schweden kämpfenden ukrainischen Saporoger Kosaken geschlagen hatte, hatte er sich mit seiner insgesamt 60.000 Mann starken Armee nach Poltawa gewandt, um die belagerte Stadt zu entsetzen. Da Karl aber darauf bestand, den Ring um Poltawa aufrechtzuerhalten, konnten in der eigentlichen Schlacht lediglich 20.000 Mann mit 4 Kanonen eingesetzt werden, die aus Mangel an Schießpulver lediglich mit aufgepflanzten Bajonetten und überwiegend ungeladenen Musketen in die Schlacht gehen mussten. Am 8. Juli 1709 besiegelte dann diese entscheidende Schlacht den Untergang der schwedischen Armee und führte letztendlich auch zum Verlust des sogenannten Großen Nordischen Krieges 1721. Der nächste gescheiterte Eroberer war Kaiser Napoleon I. Der Korso hatte, um Russland als möglichen Gegner auszuschalten, das Zarenreich am 24. Juni 1812 angegriffen. Allerdings hatte sich die russische Armee sich des erfolgreichen Konzepts gegen die Truppen Karls des XII. Erinnernd, auch dieses Mal hinhaltend kämpfend immer tiefer ins Landesinnere zurückgezogen und der aus allen Herren Länder, darunter vielen deutschen Rheinbundkontingenten zusammengesetzte Grande Armee Napoleons nur verbrannte Erde hinterlassen. Sogar Moskau war auf Befehl von Zar Alexander niedergebrannt worden. Als dann im Winter die Temperaturen auf minus 30 Grad gefallen waren, begann das große Sterben. Der gescheiterte Russlandfeldzug Napoleons war der Anfang vom Ende der Herrschaft des französischen Herrschers. Schließlich Adolf Hitler, dessen Unternehmen Barbarossa im Jahr 1941 die Eroberung Russlands vorsah und der daran gescheitert ist. Bemerkenswert ist, dass es auf sowjetischer Seite Stand 1. August 1941 1.755 sogenannte Vernichtungsbataillone mit einer Stärke von 328.540 Mann gab. Im Bild ist ein Trupp von Tula, die, wie bereits ihre Vorgänger im Russlandkrieg Karls des XII. 1708 und dem von Napoleon 1812 beim Rückzug all das zerstörten, was den Deutschen in irgendeiner Art hätte Nutzen bringen können. Gleise, Straßen, Brücken, Lebensmittelvorräte, Fabriken, Wohnhäuser bis hin zur kompletten Zerstörung von Städten und Dörfern. Darüber hinaus waren diese Einheiten auch an zahlreichen Grausamkeiten gegenüber der eigenen Bevölkerung beteiligt, darunter auch an Morden. So kann man in einer sowjetischen Quelle von 1941 lesen: In jedem Dorf und jeder Siedlung hat das Zerstörungsbataillon eine Reihe von Aufgaben zusätzlich zur direkten Zerschlagung des Feindes. Mit bolschewistischer Grimmigkeit muss jeder ausgerottet werden, der provokative Gerüchte verbreitet oder Panik auslöst. Jeder, der dem Feind direkt oder indirekt hilft, muss aufgedeckt und ausgerottet werden.
Und eine ausdrucksvolle Meldung kam am 14. Juli 1941 von der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press. Hinter den Fronten haben die Zerstörerabteilungen eine besondere Taktik entwickelt. Nach dem Abzug der Infanterie fahren schnelle, leichte Panzerwagen in die Ortschaften ein und schießen Brandmunition in die Dächer. Auf diese Weise wurden zum Beispiel in Estland allein mehr als 400 Dörfer vollständig zerstört. Wenn dann Bilder solcher Aktionen weltweit erschienen, war es klar, wem diese Aktion verbrannte Erde zugeschrieben wurde. Auf alle Fälle aber nicht diesen dem allgemeinen Publikum damals unbekannten Zerstörerabteilungen. Neu ist diese als verbrannte Erde bezeichnete Taktik allerdings nicht. Sie wurde seit Jahrtausenden und wird auch heute noch von zurückgehenden Truppen angewendet, um dem nachrückenden Feind nur, Zitat, verbrannte Erde zu überlassen. Was die Kriegsführung der drei von mir geschilderten Invasoren Russlands betraf, bediente sich sowohl Karl XII. Und Napoleon Bonaparte einer starren, schematischen, unelastischen und kräfteverschlingenden Kriegsführung, die Hitler in fast manischer Weise wiederholt hat. Bei dieser Gelegenheit lohnt sich noch einmal ein Blick in die Zeit vor dem Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges 1941. Anlässlich eines Vortrages im Führerhauptquartier hatte der Chef der deutschen Abwehr, Admiral Wilhelm Canaris, gestützt auf die Arbeit seiner Abteilungen sowie auf die Beobachtungen des langjährigen deutschen Militärattachés in Moskau, des intimen Kenners der Sowjetunion, Generals der Kavallerie Ernst August Köstring, in mehreren Punkten seine Einschätzung zur Roten Armee ausgeführt. Es wäre durchaus lohnenswert, nach Ende des russisch-ukrainischen Krieges und der Freigabe aller relevanten Unterlagen die einzelnen 1941 von Canaris auf die Rote Armee bezogenen Punkte daraufhin zu untersuchen, ob sie auch auf die heutige, wie gesagt, noch eng in der Tradition der Roten Armee stehenden russischen Streitkräften teilweise noch zutreffen. Hier die wichtigsten seinerzeit von Canaris vorgetragenen Punkte. Erstens, die Sowjetarmee entspricht hinsichtlich der an Führung und Ausbildung zu stellenden Anforderungen nicht dem westeuropäischen Heeresstandard. Zweitens, die mittlere russische Führung ist pedantisch und schwerfällig. Die untere Führung ist dagegen bemüht, von den westeuropäischen Vorbildern zu lernen. Drittens, der russische Soldat ist hart, genügsam und in der Abwehr zäh und verbissen. Es fehlt ihm an Disziplin. Seine Kampftechnik ist zum Teil primitiv bei seiner Gelehrigkeit und mit seinen Naturinstinkten wird er sich nach kurzer Kampferfahrung alles, worin ihm der westeuropäische Soldat noch voraus ist, rasch aneignen. Besonders im Winterkrieg werden Härte und Primitivität den russischen Soldaten zum gefährlichen Gegner machen. Schließlich viertens. In seiner Kampfmoral ist der Russe zwiespältig. Wird die Sowjetarmee angegriffen, so erfolgt nach kurzer Zeit ein gewaltiger Durchbruch der gestauten seelischen Kräfte zugunsten eines unwiderstehlichen großrussischen Patriotismus. Allerdings wird der Rotarmist bei einem plötzlichen Überfall Stalins gegen Europa widerwillig kämpfen und anfällig gegenüber einer geschickt geleiteten Propaganda sein. Es ist ja auch für die russische Bevölkerung schlecht, wenn man jeder eigenen Generation bis 1917 zuerst die zaristische, später die sowjetisch-stalinistische, jetzt wieder die russische Geschichtsschreibung unter Putin in häufig schwülstig gehaltenen, unverhohlen propagandistischen Texten und häufig in nachgestellten Bildern oder Spielfilmen die Unbesiegbarkeit des russischen Soldaten vorgaukelt. Denn immer spielten auch andere Umstände eine ebenso wichtige Rolle beim Untergang der Invasoren, wie das in jedem Krieg der Fall ist. Nun hat ja inzwischen sogar der sprichwörtlich in diesem Fall russische Gefreite Asch im letzten Glied mitbekommen, wie hier der von der ukrainischen Armee gefangen genommene junge russische Soldat, dass es sich mitnichten um einen Angriff auf allrussisches Territorium gehandelt hat, sondern um einen von seinem Führer angezettelten Angriffskrieg, bei dem es inzwischen auf seiner Seite zu zahlreichen Verlusten gekommen ist, es auf seiner Seite zahlreiche Kriegsverbrechen gegeben hat
und bei dem auf seiner Seite auch brutal vorgehende Söldnerverbände eingesetzt sind, deren Vorgehen einschließlich der willkürlichen Erschießungen, Raub, Diebstahl und Vergewaltigungen mehr an die Soldateska des Dreißigjährigen Krieges oder der in den letzten Kriegswochen in Deutschland vorrückenden Roten Armee erinnert, als an allgemeine Kriegssitten beachtende reguläre Streitkräfte. 1945 waren Schätzungen im sowjetischen Machtbereich von bis zu 860.000 deutschen Vergewaltigungsopfern von 8 bis 80 Jahren, von denen ungefähr 10.000 an den Folgen gestorben sind. Dagegen stehen ungefähr 190.000 Vergewaltigungen durch US-Truppen und je rund 50.000 durch britische und französische Soldaten. Ob die Zahlen allerdings stimmen, weiß niemand genau, da viele betroffene Frauen bis an ihr Lebensende aus Scham darüber geschwiegen haben. Frühere, höhere Schätzungen, die bei den deutschen weiblichen Opfern sowjetischer Soldaten von bis zu 2 Millionen sprachen, wurden von einer deutschen Historikerin nach unten revidiert, wobei zu der Zeit, als sie sich dieses Themas angenommen hat, nämlich 2015, 70 Jahre nach den Verbrechen, kaum noch eine Zeitzeugin lebte. Aber dass in Deutschland gerne eigene Opfer winkeladvokatisch hinuntergerechnet werden, gleiches gilt zum Beispiel auch für die Opfer des Bombardements von Dresden, ist bei deutschen Historikern keine Neuigkeit, während die Opferzahlen der anderen Seite, zum Beispiel die der Sowjetunion, in den Jahren nach 1945 eine stetige Inflation nach oben erfahren haben. Was nun den Krieg in der Ukraine betrifft, in dem sich die russischen Streitkräfte durch die sich verzweifelt wehrenden ukrainischen Verbände durchkämpfen, ist bisher nicht abzusehen, wer am Ende der Gewinner ist. Dabei sollten die Deutschen aber ihre so gerne geträumten Illusionen ad acta legen. Denn wie jeder deutsche Soldat des Ersten und Zweiten Weltkrieges miterleben musste, gegen eine personell und materiell überlegene Armee nutzt auch alle Tapferkeit und Opferbereitschaft nichts. Denn viele Hunde sind auch des schnellsten Hasen tot. Wie hieß es in Deutschland nach den beiden verlorenen Weltkriegen? Immer siegreich, niemals Sieger.